Willkommen zurück bei Shatterhand spielt Valheim nach vielen, vielen Monaten Pause. Wie man sieht, hat sich inzwischen einiges getan. Man kann jetzt seine Welt modifizieren. Und das werden wir auch mal machen, weil es ja kein Cheaten ist. Wir werden uns den Kampf ein bisschen leichter machen. Und wir werden dafür sorgen, dass man jetzt Metalle durchs Portal mitnehmen kann. Alle Gegenstände. Sonst werden wir es aber nicht einfacher machen. Wir werden hier keine passiven Gegner, die man erst angreifen muss, wenn man Bock drauf hat, dass man nicht selber angegriffen wird. Das ist alles zu einfach. Ja, ansonsten machen wir jetzt so weiter, wo wir aufgehört haben. Und ich habe eine HD-Mod aktiviert. Die Texturen etwas schärfer macht. Sonst aber die Atmosphäre vom Spiel nicht großartig verändert. Also man hat jetzt keinen Riesenverlust dadurch an Atmosphäre oder wie das Spiel halt vorher war. Ich finde, es ist ein Tick dunkler dadurch, aber sonst ist eigentlich alles beim Alten. Da muss ich jetzt mich erstmal wieder reinfinden, gucken, was ich in welche Kisten gelagert habe, was ich jetzt als nächstes machen wollte, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich irgendwie Mehl am Herstellen war und mich in den Plains herumgetrieben habe. Unser Ziel ist es natürlich, den Boss von den Plains irgendwann zu plätten. Die Ladezeiten sind jetzt ein Stück länger durch diese HD-Mod, aber das kann man verkraften. Das ist auch nur jetzt am Anfang so. Hier steht es schon, Willibachs HD Higher Textures. Wirklich sehr aufwendig gemacht und auch überzeugend gemacht. Und hier sieht man schon, wie toll das alles aussieht. Das hier sieht jetzt wirklich aus wie richtiger Stein. Auch wenn man näher ran ist, ist es nicht pixelig. Oh, hier haben wir wieder Flachs. Angelköder, die müssen auch neu sein. Deswegen hier ein Haufen neuer Sachen, die ich noch gar nicht kenne. Maibaum. So, was war hier? ABC, also ich weiß schon gar nicht mehr, was das alles war. Was haben wir denn hier alles an Essen dabei? Würstchen, Suppe. Das war das gute Food, glaube ich. So, gehen wir mal hier rein. Schaut euch die Flaggen an. Schick, oder? Und hier die Rüstungsständer. Sieht auch sehr schick aus alles. Ja, ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Hier sieht ja mein eigener Charakter aus. Auch ganz cool. Wobei ich jetzt nicht ein Fan von dieser Rüstung unbedingt bin, aber... So, hier hatten wir Wertsachen. Angelköder, stimmt. Ich hatte zuletzt ein bisschen geangelt, glaube ich. Müssen wir was reparieren. Frosten habe ich dabei. Was habe ich hier? Schwarzmetallschild. Ach ja, richtig. Sieht auch schick aus jetzt. Trophäen. Hier haben wir noch mehr Trophäen. Hier haben wir noch ein bisschen Leder. Stimmt, hier waren meine Metalle drin. Dann können wir jetzt natürlich auch das ganze Schwarzmetall aus den Plains einfach hier rüber holen. Oh, schaut euch an, wie schick die Waffen aussehen. Oh ja, seht euch das Ding an. Oh. Sehr cool. Ja, und ich habe die Sprache jetzt auf Deutsch gestellt. Ist hier was drin? Nee. So, was hatten wir hier drin? Ja. Wie sieht es denn hier mit Mehl aus? Das ist leer. Stimmt, da muss ich wieder in meine andere Gegend drüber. So, wo war das denn alles hier? Oh, das ist schon so lange her jetzt. Wo waren die Plains und wie hieß das? War das ABC? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Hier ist ABC.
sind Ebenen hier. Da muss das das gewesen sein. Gehen wir mal schauen. Hier auch ein schöner neuer Effekt für das Portal. Und es hat, soweit ich das jetzt sagen kann, keinen Einfluss auf die Performance. Was natürlich das Beste an der Sache ist. So, was haben wir hier drin? Ja, das Schwarzmetall, das nehmen wir gleich alles mit rüber. Das müsste jetzt funktionieren. Oh, Hugin will uns wieder was erzählen. Ja, es gibt jetzt einen neuen Händler, der ist jetzt in den Meadows. Das ist die Schwester von dem anderen Händler. Okay, die hier wächst noch. Leider noch nichts fertig hier, aber gut, wir haben ja auch da aufgehört, als das noch nicht fertig war. Warum soll es in der Zwischenzeit fertig sein? Gut, dann müssen wir hier doch nochmal abwarten. Okay, was hast du zu erzählen? Ja, wir müssen für die Händler 3 Kisten finden. Die sind mit 3 verschiedenen Dungeons verbunden, in denen es jeweils 3 neue Mini-Bosse gibt. Und ja, die muss man erst killen und dann die Kiste zu ihr transportieren, damit sie ihr Angebot erweitert. Aber sie hat in erster Linie kosmetische Dinge. Also nichts, was jetzt mega wichtig wäre. Ich trage zu viel. Naja, egal. Hauptsache, ich komme noch durchs Portal durch. Ich komme nicht durchs Portal durch, weil ich nicht springen kann. Verdammte Scheiße. Hatte ich noch ein bisschen Stein dabei? Nee. Ich habe schon alles eigentlich. Muss ich doch nochmal was wegpacken. Ach, scheiß drauf. Komme ich nochmal wieder. Muss ich ja so oder so, um meine Gerste abzubauen. Aber wie man sieht, es funktioniert. Gut, dann können wir hier direkt wieder Schwarzmetall einschmelzen. Sehr schön. Kohle, ich brauche mehr Kohle. Wie sieht's aus mit Holz? Hier habe ich noch Vorräte von Holz. Das ist sehr... Oh, ich habe die blöde Hake und nicht den Hammer. Habe ich wohl in der Siedlung vergessen wegzulegen. Holz mal 50. Noch mehr Linnen. Genau, ich war ja, glaube ich, gerade dabei. Ach, der Frostner, genau. Wie schaut der denn jetzt aus? Na, er glänzt nicht mehr so schön wie vorher. Da hat mir fast das Original besser gefallen. Gucken wir mal, was ich jetzt eigentlich machen wollte. So, was haben wir hier? Gepolsterte Brustpanzer. Das war doch alles Schwarzmetall, oder? Nee, Eisen. Das ist alles Eisen, was ich hier brauche. Eisen und Leinen. Gut, 15 Leinen habe ich jetzt. Wo habe ich das gelagert? Wo ist das Leinen? Hier ist es. Gut. Ja, Metall, 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 Eisen, Eisen, Eisen. Gucken wir aber das mal. Polsterter Helm. Ah, ich brauche mehr Leinen dafür. Okay. Das ist alles auf Stufe 2. Der Helm ist anscheinend ein bisschen günstiger, deswegen kann ich mir den gerade leisten. Aber ich glaube, da warte ich dann einfach noch.
und rüste dann alles auf einmal aus. Ja. Soll ich das jetzt hier unten reintun? Ich glaube schon. Gut, wie sieht's mit Nahrungsmitteln aus? Schlangeneintopf. Wir haben jede Menge Zwiebeln. Mal ein bisschen Zwiebelsuppe herstellen. Und die mal auffüllen sozusagen. So. Honig brauche ich auch nicht wirklich. Habe ich ja eine Riesenproduktion. Hier habe ich noch Mehl dabei. Ich habe noch ein paar Rüben, auch nicht viel. Ich könnte ja mal in die Siedlung gehen. Gucken, was dort die Wirtschaft macht. Das hieß Siedlung, soweit ich mich erinnere. Das ging aber schneller als früher. Da sind wir. So, hier war gar nichts mehr angepflanzt. Honig ist alles voll, wenn ich brauche. So, was hatten wir hier? Das sind auch alles Zwiebeln hier. Ich müsste ja dann eigentlich mal neue Rüben pflanzen. Habe ich hier irgendwas an Saat eingelagert gehabt? Hier ist noch Karottensaat drin. Ja, die verpflanze ich auf jeden Fall schon mal. Ein bisschen Chaote kann man immer brauchen. So. Pflanzen wir noch mal ein paar Rüben an, würde ich sagen. Ja, auch das Fass sieht jetzt richtig schick aus. Muss ich gleich auch noch mal die Mets checken, ob ich noch genug Met von allem da habe. Rübe. Dann gehen wir die nochmal verpflanzen, würde ich sagen. Und da würde ich gerne mir ein bisschen Streit suchen. Wie sah es denn eigentlich mit meinen Charakterfähigkeiten aus? Ja, sieht alles schon sehr gut aus. Schlagwaffen. Ah, stimmt, das sind die Clubs. Das sind die Clubs, genau. Blocken könnten auch besser sein. So. Rübensaat, genau das. Genau das will ich. Das hauen wir jetzt alles komplett in Rübensaat. War's das schon? Tatsache. Okay. Hier ist jetzt noch nichts reif. Gut, dann kann ich aber das Werkzeug erstmal wieder hier lassen, statt es dauernd mitzuschleifen. Kommen wir später wieder. So. Kohle fertig. Achso, hier. Nicht hier, sondern hier rein. Ist immer gewohnt gewesen, das hier drüben rein zu feuern. So, jetzt ist alles drüben.
Tisch. Was haben wir hier? Oh, hier liegt auch noch ein bisschen Holz rum. Hier ist unser schöner Ofen. Genau, checken wir mal die Luxusnahrungsmittel. Was haben wir hier? Brot, Lokspie, Fischhappen. Was könnte man denn herstellen? Gucken wir nochmal die Rezepte durch. Wildschwein-Dörrfleisch. Augencreme. Stimmt, die liefert gute Ausdauer. Ausdauer 65, Brot hat 70, ja. Jetzt habe ich hier die ganzen Angelköder drin. Cloudberries, Lochsfleisch und Mehl. Wo sind denn die Cloudberries? Da. Cloudberries. Lachsfleisch und Mehl. So. Ungebackene Lachspastete, ja genau. Ah, wir können nur eine herstellen. So ein Mist. Das Mehl reicht einfach nicht aus. Na gut. Tun wir das mal hier mit rein, damit ich weiß, wo es hingehört. Backen wir den einen wenigstens noch. So. Bilde ich mir das jetzt ein oder ist es nachts jetzt auch noch dunkler als früher? Ich weiß es echt nicht. Es ist auf jeden Fall gruselig dunkel. Viel aufgedeckt bisher. Ich muss demnächst nochmal auf Erkundung fahren. Aber das Gute ist, ich kann jetzt die Sachen für ein Portal mitnehmen und kann alles dadurch auch teleportieren, wenn es sein muss. Ah. Na komm, Lochskuchen. Sieht auch schön aus von der Textur her, der Kuchen. Da ist er, der war schon fertig. Habe ich ja Glück gehabt. So. Was haben wir hier? Wir haben Holzpfeile. Was ist denn eigentlich mit unseren Nadelpfeilen? Ist ja noch jede Menge Kohle. Und Zwiebeln habe ich auch noch. Stimmt, das war meine Reservegerste, falls mal das ganze Feld kaputt geht. Nadeln. Nadeln könnte ich noch ein paar gebrauchen für Nadelpfeile. Aber wo habe ich die Nadelpfeile eingelagert? Ist das hier drin gewesen? Ja. Gut, nehme ich davon auch mal ein paar mit. Ich werde noch mal ein paar Moskitos und sowas jagen gehen. Gucken wir mal. Jetzt schmeißen wir hier noch ein bisschen Kohle rein. So. Alles voll. Gut. Schmeiße ich das hier gerade mal weg. Hol nochmal das Rest Schwarzmetall aus der Kiste. Und mich mit Viechern prügeln tue ich dann lieber wieder, wenn es hell ist. Es ist wirklich arschfinster. So. Kriege ich alles mit. Sehr schön.
So, Schwarzmetall läuft. Wofür brauche ich das denn eigentlich überhaupt, wenn ich mal fragen darf? Wenn ja die Rüstung doch noch Eisen ist. Ach, nehmen wir alles mit. Ich trage zu viel, ja, ich weiß. Kommt die Kohle mal kurz weg. Ja, Schwarzmetallaxt, ja, dafür brauche ich Schwarzmetall. Na gut, eine Axt brauche ich jetzt nicht wirklich, weil zum Bäume fällen nehme ich sowieso die Kristallaxt. Die Frage, was kann ich damit noch herstellen? Schwarzmetallschwert, das wäre doch mal cool. Brauche ich nur 5 Leinen für. Blitzschaden 95. Was haben denn meine Waffen hier so? 35. 61. Ja. Ich würde sagen, das wäre doch mal ein Versuch wert. Habe ich kein Edelholz mehr? Ich glaube nicht. Nee, tatsächlich. Ich brauche Edelholz wieder. Müsste ich noch mal ein paar Birken fällen gehen. Schlafen wir mal eine Runde. Wieder noch etwas, aber nehme meine Axt mal mit zum Bäume fällen. Schauen wir mal an, wie es hier aussieht. Keine Kohle mehr. Stimmt, die hatte ich drin gelassen. Jetzt aber. Ja, rein damit. Genau. Gut, den Rest lasse ich mal hier liegen. Kann ich gleich noch auffüllen. Gehen wir mal ein bisschen Feinholz besorgen. An, wie es hier aussieht. Ja, stimmt, das hatte ich angelegt hier. Irgendwo müssen da noch ein paar Birken zu haben sein. Futter ist auch gleich wieder durch. Steht eine Birke. Das ist allerdings ein scheiß Ort, um sie zu fällen. Und da brauche ich jetzt kaum noch Schläge, um die zu fällen. Das ist so erholsam. Sehr schön. So, mehr Birken. Stock. Was hatte ich denn hier eigentlich markiert? Orte, wo ich Pilze finde? Oder was habe ich hier gekennzeichnet? Löwenzahn. Pilz, Tatsache. Ja, die Pilze sehe ich immer schwer. Weil ich auch eine Farbschwäche habe. Braun, grün, rot, das sieht für mich
in einem bestimmten Helligkeitsspektrum alles gleich aus. Das hilft mir natürlich nicht, das einzusammeln. Und hier ist es jetzt, finde ich, sogar noch schwerer geworden mit dieser Mod, die zu erkennen. Ein Neck. Eine Nixe. Den Pilz hier konnte ich gut sehen. Die hier kann ich auch gut erkennen. Vegetation habe ich wieder runtergestellt. Die ist jetzt wirklich ganz unten, aber da ist immer noch so ein Rest übrig. Das ist auch neu. Waldfeld. Ah. Ist das auch noch eine Birke? Dann nehmen wir die auch noch mit. Ja. Machen wir wieder mal Zwerg weit schlagen. Das erheitert mich immer noch, ich gebe es zu. Die wie ein Diskus davonfliegen. So. Das sollte genügen an Feinholz. Ist mir fast peinlich, aber ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, was ich damit vorhatte. Was wollte ich mit dem Feinholz eigentlich? Irgendwas. Ah ja, ein Schwert, glaube ich. Ich wollte mir ein Schwarzeisenschwert herstellen. Ich meine, das wäre es gewesen. Ah, immer bleibt man hier irgendwo hängen. Himbeeren. Können wir gleich in den Schweinestall werfen. Achso, das ist mein Bootshaus. Ich habe mich schon gewundert, was das für ein Haussymbol ist. Ich bin echt schon monatelang nicht mehr hier drin gewesen in der Welt. Ich habe das Spiel überhaupt monatelang nicht mehr wirklich gespielt. Hat sich einiges verändert. Nicht alles, aber einiges. Meine Schweinezucht. Ich mal gucken, wie es denen so geht. Hallo? Wo ist meine Tür? Ich hatte... Ach, hier ist die. Na Jungs, wie geht's euch? Nur drei? Dann lasse ich euch mal die Himbeeren hier, würde ich sagen. Ach, und die Pilze auch. So. Da passen doch mehr rein als drei. Einiges kaputt hier. Vielleicht gab es hier irgendwelche Angriffe. Ich hatte ja irgendwann in einer der letzten Folgen auch gegen Fledermäuse gekämpft und die können mich jetzt hier auch natürlich heimsuchen. Was ist das hier eigentlich? Gerstenwein. Ach so, das ist der Anti-Dings-Met sozusagen, Anti-Feuer-Met. Also noch Würstchen, von denen haben wir eigentlich immer genug. Hier ist meine Müllhalde. So. Ja, richtig. So.
Metalle. Bin ich auch gleich voll. Hier ist das Feinholz. Was brauchte ich noch? Feinholz. Leinen, glaube ich. Oder so ein Zweihandspeer, sowas in der Art. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Nee, ich glaube, ich nehme das Schwert. Gut. Noch mehr Schwarzmetall. Und 5 Leinen brauche ich dafür. Wo hatte ich das jetzt hin? Hier. Atgier, Axt, Messer und Schwert. Natürlich nehmen wir das Schwert. Da ist es. Aufwerten könnte ich auch direkt, aber ich will ja den Leinen eigentlich sparen. Jetzt nicht Sinn der Sache, das alles zu verheizen. So, habe ich denn die Hölzer eingelagert? Hier normalerweise, oder? Oder in der Truhe hier? Hier ist ja noch Feinholz. Ah, ich Deppchef. Gut. Federn, ja, die brauche ich dann auch. Und dann hänge ich die Axt mal hier hin. Und dann nehmen wir das Schwert mal in die Hand. Und wie sieht das aus? Billig? Wie so ein Urukai-Schwert? Oh ne, da ist eine schöne Schrift ist da drauf. Schaut gar nicht so billig aus. In Verbindung mit dem Schild. Ja, kann man lassen, denke ich. Dann feuern wir das Holz gerade noch in den Ofen hier. Etwas Schwarzmetall, immer hin und her rennen. Ich hätte hier vorne eine Tür bauen sollen. Gut, Schwarzmetall habe ich jetzt genug. Ich habe noch so einen Nixenschwanz. Brauchte ich, glaube ich, für giftresistentes Met. So, Harz ist weg. Leinen habe ich noch. Leinen packe ich wieder weg. Muss ich erst noch mehr herstellen. Bevor ich meine Eisenrüstung aufrüsten kann. Schön. Ab zum Getreide und dann vielleicht ein paar Mücken jagen, damit ich in Zukunft serienmäßig mit den Nadelpfeilen schießen kann. Die Holzpfeile hatte ich nur mal aus Sparsamkeitsgründen verwendet. Ein Vogel. Ah, der haut immer dann ab, wenn ich ihn beschießen will. Gucken, wie gut meine Schießkünste noch sind. Hey, das war ein Volltreffer. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich gebe es zu. So, ist hier irgendwas reif? Hier ist reif. Man erkennt kaum den Unterschied, was hier reif ist und was nicht. Flachs gesund, ist aber noch nicht reif. Das Ding hier müsste ich wohl auch mal wieder reparieren. So. Dann gehen wir nochmal da hinten hin. Ja, immer gerne Mücken begegnet. Da hinten fliegen schon wieder 2.
Dann lege ich mich mit denen mal an. Da kommt schon die erste. Danke für den Stachel. Läuft doch. Stimmt, hier war ich auch mal. Hatte ich aus der Kiste alles rausgeholt? Ja. Da sind Loks. Na schön. Der Kampf klappt noch, aber ich hatte Glück, dass ich nicht den Löffel abgegeben habe. Ich bin etwas aus der Übung, aber das ist ja eigentlich auch kein Wunder. Das Schwert macht gar nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Die Steine brauche ich gerade wirklich nicht. Ein paar Mücken wären mir noch lieber. Ich höre schon wieder die Foolings irgendwo. Hier hinten war so ein ekliges Fooling-Dorf. Das weiß ich noch. Da bin ich mehr als einmal abgekratzt. Ah! Gut, dass du diesmal von vorne gekommen bist und nicht von hinten. Das macht ihr nämlich auch gern, wie ich euch kenne. Schnell was nachgucken. 95 Schlitzschaden und der Frostner 35 Schlagschaden und 52 Eis und 20 Geist. Ja, wenn man das zusammenrechnet, dann ist der Frostner eigentlich besser. Aber das Schwert könnte halt gut sein für Gegner, die nicht resistent gegen Schlitzschaden sind. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer das so ist. Sind noch mehr Löckschen. Die irgendwann zu zähmen wäre auch mal nett, aber das ist sau schwer. Da ist es eher einfacher, noch ein paar Wölfe zu zähmen. Was läuft denn da hinten? Was bist du denn für einer? Ein Fooling? Na dann komm. Auch gegen die ist das ganz, ganz wirksam eigentlich. So, sind hier noch irgendwelche Mücken unterwegs? Hier hinten hat mich auch schon mal eine erwischt. So, wie sieht es hier mit Flachs aus? Alles noch nicht so weit. Es läuft. Bald kann ich in großem Stil Mehl herstellen. Ich hatte ja wirklich sau viel verpflanzt hier. Aber das reicht immer noch nicht. Ah! Wo kommst du Sau denn jetzt her? Ein Stück Gerste mit weggehauen. So ein verdammter Mist.
Ja, ich glaube, die investiere ich direkt in Mehl. Das hier reicht noch zum Vervollständigen. Und für Flachs komme ich dann nochmal wieder. Meine Bäckerei braucht einfach noch mehr Mehl. Okay, Kohle ist jede Menge da. Damit die Industrie weiterläuft. So. Der hat erstmal zu tun. Bisschen Fleisch, bisschen Lochsfelle. Stimmt, das Fleisch haben wir hier drin. Oh, ich habe sogar zu viel. Gekochtes Lochsfleisch, ja genau. Kochen wir den Rest einfach mal. Schaut euch das an, diese fetten Keulen hier. Und guckt euch die Texturen an. Das sieht wirklich aus wie Schinken. Wirklich Respekt, haben sie toll umgesetzt. So, hatte ich noch Holz? Ja, ich hatte noch Holz. Kohle kann man nie genug haben. Mühle läuft gerade nicht so toll, aber das ist halt immer windabhängig. Noch kein einziger Mehlsack da. Das ging schon mal schneller. Warten wir noch auf die Keulen hier. So. Seeschlangenzeugs mehr raus. Rübeneintopf da rein. Und dann nehme ich noch ein paar von diesen Keulen mit. Als Zweitfutter sozusagen, ist nicht ganz so wertvoll. So, hier haben wir wieder Disteln, hätte ich fast gesagt. Stacheln. Hier sind noch mehr Stacheln, Nadeln. Nehmen wir noch mal ein paar Nadelpfeile her. Das war's schon. Dann kann ich die erstmal benutzen. Nadeln wieder hier rein. Dann müsste ich noch zwei Schilder hinhängen. Damit ich weiß, was hier alles drin ist. Achso, das war Hirschleder. Genau, das hier ist Luchsleder. Habe ich mich verklickt. So, schaut doch gut aus. Ein Feuerresistenzmet, den brauche ich jetzt gerade im Moment nicht. Kostet es denn nochmal so ein Schild herzustellen? Roter Jute-Teppich. Läufer Loks. Sein. Zwei Holz, ein Kohle.
irgendwas kaputt? Nee, schaut nicht so aus. Ich weiß es allerdings nie. So. Hä? Ich hatte doch Kohle. Hab ich das jetzt doch alles in den Ofen geschmissen? Alles liegen. Da glänzt es ja ganz ordentlich. Schild geht, gut. Genau, dann machen wir hier nämlich noch ein Schild drüber. Meat. Genau. Irgendwo habe ich auch noch. Hier ist der Honig. Dann packe ich den nämlich da raus. Und tue den hier mit zum Met rein, weil ich den ja zur Metherstellung brauche. Das Kohle hat hier auch nichts zu suchen. Das hier kann mal hier drin bleiben. Mit meinen Schweinen los. Die quieken. Ach, da unten ist irgendjemand. Ungebetener Gast. Scheiß Grauzwerg. Ach, ein Schlag und der war Geschichte. So, war's das? Jetzt bloß meine Schweinchen in Ruhe. Lustig, wie ihr immer alle denkt, dass ihr eine Chance hättet. Oh, Schwarzeisen bin ich jetzt durch anscheinend. Können wir den hier nochmal auffüllen? Warten wir, bis das eine noch durch ist. Und dann haben wir erstmal genug Schwarzeisen. Gehen wir schlafen und hoffen, dass bis dahin mal ein bisschen Mehl fertig ist. So. Hier ist alles durch. Metalle. Gut, dann packe ich die Kohle mal ausnahmsweise hier zum Metall. Hau mich aufs Ohr. Beschleunigt die Wachstumszeit von meinem Getreide und vom Flachs. Flachs brauche ich unbedingt wieder neu. Guten Morgen auch dir. So. Meine Schweine quieken schon wieder. Jetzt nehme ich das hier aber langsam persönlich. Wo ist denn hier jemand? Aber gar keinen. Oder war das ein anderes Schwein, was gequiekt hat? Hm, anscheinend. ABC, ja genau. Mit dem Holz. So.
Wie sieht's hier aus? Der ist noch nicht reif. Hm. Ah! Kommt ihr denn dauernd immer her? Wo bist du? Da. Wenn ich wieder mein Getreide kaputt hauen. Aber ich brauche eh meine Harke, um das neu zu verpflanzen. Ich muss erstmal wieder rüber in die Siedlung. Habe ich ganz vergessen. Ich brauche ja das blöde Ding. Schneller als früher mit dem Portal. Das hat früher 3-4 Sekunden gedauert. Apropos schnell gehen. Wie sieht es hier mit Mehl aus? Hier ist ja immer noch nichts. 34 schon. Das waren 40, meine ich. Wo ist denn das Mehl hin? Ist das hier runtergefallen? Nee. Habt ihr mich beschissen? Hat mir das Mehl geklaut? Seltsam. Sehr seltsam. Wie viel Mal Getreide gibt denn ein Sack Mehl? Weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht war es ja doch nicht so seltsam. So, mal Werkzeug holen. Ja. Nicht alles für einen Schrott drin. Alles unwichtiger Scheiß. So, wie schaut's mit Zwiebeln aus? Die sind soweit. Gut. Was verpflanzen. Zwiebelschößling, genau. Aber ich habe zu Hause noch jede Menge Zwiebeln. So viel brauche ich jetzt gar nicht. Das müsste eigentlich schon reichen. Nehme ich die anderen 14 mit. Zwiebeln. Hier habe ich noch welche. Ja, ich habe tonnenweise Zwiebeln. Schaut euch das an. Mal die Zwiebelsuppe auffüllen. Stachel von diesem Agro-Viech. Ja, im Moment machen wir wirklich nicht sehr viel. Deswegen hatte ich auch das Let's Play mal abgebrochen. Weil es jetzt gerade nur sehr zäh vorwärts geht, wenn überhaupt. Aber ich hoffe, dass sich das bald bessert, wenn das hier endlich alles in die Gänge kommt. Deshalb verpflanzen wir jetzt nochmal Gerste, wie blöd. Brauche ich einfach noch viel mehr von.
ganze Weile auch nicht mehr hinzukommen. Ich weiß gar nicht, ob diese scheiß Moskitos auch meine Gerste angreifen. Ich hoffe nicht. So, wie sieht es mit dem Flachs aus? Es ist immer noch nicht reif. Na gut. Was mache ich? Was machen wir? Hatte ich ja alles aufgedeckt. Ja, ich bräuchte ein neues Plains-Gebiet. Hier ist noch eine Ebene. Hier könnten wir nochmal hinfahren. Dann muss ich zu XX und dann von hier aus losfahren. Und mir das mal ansehen. Denn um ein Portal zu bauen. Zehn Augen, 20 Edelholz und zwei Cores. Gelagert. Hatte ich doch so viele von hier. So, das reicht für ein Portal. Ja. Rüber. Das Schiff abreißen und dann drüben wieder neu aufbauen. Sieben Holz habe ich noch. Wie viel brauche ich denn für eine Werkbank? Hallo? Wo ist denn die? Wo ist die Werkbank? Bin ich blind? Da. Nee, Schmiede. Da ist die Werkbank. Zehn Holz brauche ich. Weiß ich auch schon alles nicht mehr. Jetzt habe ich die blöde Axt nicht dabei. Eigentlich müsste ein Schwert auch reichen, um hier ein bisschen Holz zu farmen. Diese Büsche hier. Jetzt habe ich so großes oder kleines Schiff. Ich glaube, ich nehme das kleine. Wie sehen die überhaupt jetzt aus? Sehr cool. Ach ja, die musste ich kaputt hauen. So, armes Schiff. Oh, hier ist noch Eisen drin. Stimmt, da war ja was. Gut, dass das erhalten bleibt. Ich hoffe, das verschwindet nicht gleich. Ja, ihr mögt mich alle nicht, ich weiß. So, XX.
fertig ist. Ah, hier ist endlich das Mehl. Gut, das läuft aber nicht weg. Machen wir noch mal eine kurze Erkundung. Oder wir segeln einfach bis dahin, sagen wir es mal so. Ach stimmt, das war das hier. Genau, von hier aus segeln wir jetzt hier rüber. So. Los geht's. Wir müssen in diese Richtung. Hammer habe ich dabei, Gott sei Dank. Nicht, dass ich wieder irgendwas vergesse und wieder umsonst losfahre. Das wäre echt ärgerlich. So. Stimmt die Richtung? Ja, die stimmt genau. Wind kommt von vorne. Mein Mantel hängt aus dem Boot raus. Ich weiß gar nicht, ob es den Grafikfehler schon vorher gab. Das Meer darüber. So. Ja, wir sind mal wieder auf dem Meer. Gucken, ob unsere Seeschlange in die Quere kommt. Einen Kampf habt ihr ja noch nicht gesehen. Ich hatte ein oder zweimal hatte ich einen offline, als ich einfach nur zurückgefahren bin. Mit lauter Zeug an Bord. Wind ist heute nicht mit uns. Dieses Ozeanbiom hier soll übrigens auch noch ausgebaut werden. Im Moment arbeiten sie an den Ashlands, an dieser Vulkanlandschaft. Nachdem die Mistlands ja jetzt fertig sind, da war ich auch noch nicht. Ich habe mir nur schon mal in meinem normalen Spielstand von früher habe ich mir nur schon mal ein paar Mistlands Waffen herbeigecheatet und die sind ganz ordentlich, also das lohnt sich auf jeden Fall da zu kämpfen. Aber der ständige Nebel ist natürlich auch ein bisschen nervig, weil man nicht weit sehen kann, selbst wenn man diesen Wisp hat, dieses Viech, was einem als Laterne dient. Selbst dann sieht man nicht sehr weit. Ich wäre hier eigentlich schon dankbar, wenn der Wind mal aus einer anderen Richtung käme. Hinten ist ein Inselchen. Ja, gucken wir mal, wie groß diese Ebenen hier sind. Ich habe im Moment auch keinen anderen Plan. Ich möchte eigentlich ja, wie gesagt, keine Cheats in diesem Let's Play benutzen. Einmal habe ich einen Cheat benutzt, um wieder nach Hause zu fliegen, weil ich mich selber im Sumpf ausgesperrt hatte beim Umbenennen der Portale. Das war echt Dummheit. Aber sonst habe ich ja keine Cheats benutzt. Und es wäre schon reizvoll, mal die ganze Karte aufzudecken. Damit ich zumindest Ansatzpunkte habe, wo ich überhaupt hinfahren muss. Statt dauernd nur blind ins Nirgendwo zu fahren. Aber für einen Augenblick lassen wir das so. Sobald ich auf der Insel bin, erstelle ich mein Portal, mein neues. Die Sachen habe ich ja dabei. Und dann werde ich noch eventuell off-screen wieder zum Portal hier XX zurückfahren.
Nächste Folge erkunden wir dann die Insel. Vielleicht finden wir irgendwann endlich mal einen Hinweis, wo Yagluth ist, der Boss. Weil eigentlich bin ich schon stark genug, um es mit dem aufzunehmen. An der Ausrüstung scheitert es jetzt eigentlich nicht. Ach, das Segel ist schick. Das macht was her. Kurs stimmt noch soweit. Fische. Ja, lustig, wenn mir wieder so ein Fisch ins Boot springt. Das hatte ich schon ein paar Mal. Irgendwie geht es mit Segel auch nicht schneller als ohne. Wind kommt noch zu weit von vorne. So. Das hier sind die Plains schon. Das ist auf jeden Fall ein neues Festland hier, wo wir noch nicht waren. Das könnten wir mal komplett umlaufen sozusagen und es abstecken und checken, was es da so gibt. Gucken, wie viele Kämpfe da jetzt direkt am Ufer auf mich warten. Gut vorbereitet bin ich ja. Das Futter, was ich jetzt habe, sollte eigentlich genügen. Ich habe Bone Mass noch zur Not. Oder Knochenwanst, wie er jetzt auf Deutsch heißt. Der kann mir im Kampf helfen. So, da haben wir die Plains auch schon. Oder Ebenen, wie sie hier auf Deutsch heißen. Keine Seeschlange ist uns über den Weg gelaufen. Bin ich eigentlich auch ganz froh. Wobei es schon schön wäre, noch ein bisschen Seeschlange-Loot zu kriegen. Gerade das Fleisch ist ziemlich wichtig. Kann man einen guten Eintopf draus herstellen. Aber die Schuppen von den Seeschlangen, da kann man auch einen sehr guten Schild draus basteln. Das ist, glaube ich, sogar der beste Schild. Naja, gucken wir mal, was in Zukunft noch passiert. Ich bin schon froh, dass hier noch keine Mücke direkt angeflogen kommt. Das hatte ich auch schon manchmal. Ist da links ein Frühlingdorf oder sieht das nur so aus, diese dunkle Masse da? Das wäre natürlich richtig scheiße, wenn ich direkt an so einem Frühlingdorf an Land gehe. Das ist etwas, was ich jetzt nicht bräuchte. Ja, das könnte auch eine von diesen nervigen Teergruben sein. Die ist auch nicht besser. Bei diesen Teerviechern habe ich Respekt. So, drehen wir das Boot schon mal ein bisschen. So. Drehen das Schiff gleich in die richtige Richtung. Sind wir auch schon. Und dann bauen wir das hier gleich alles am Wasser. Portal. Sehr schön. So. Und das nennen wir einfach mal Ebenen. Ja. Genau, und dann schließe ich die Folge hier. Fahre gleich offscreen mit dem Boot zurück. Und nächste Folge gucken wir uns dann das ganze Land hier an.
machen eine große Erkundung. Und dann sage ich schon mal danke für diese neue Folge.